Es ist der 25. Mai, wir haben 8:30. Wir fangen euch ein ganz klein wenig ein mit dem Sonnenuntergang hier von der Kalaguya. Und wir sind auf dem Weg zum vielleicht hoffentlich letzten Mal Baustellenreport von dem Hotel Centrador. Die Baufortschrittssituation ist grandios. Innen drin wird schon in vielen Bereichen geputzt und ihr seht es jetzt hier auf der rechten Seite schon. Hier sind noch Restarbeiten im Gebäude zu tätigen. Die Anlage draußen wird entsprechend umgestaltet und fertig gestaltet. Und nach den aktuellen Informationen von heute mit dem Gespräch mit dem Hoteldirektor am 4.6., also in einigen Tagen, ist die verbindliche Eröffnung hier. Das sieht vielleicht noch ein bisschen wild aus, aber die Mallorquiner hier geben richtig Gas. Wir zeigen euch auch jetzt schon mal den Gartenbereich mit der Poolanlage mit dabei. Auch da hat sich ganz, ganz viel in den letzten 14 Tagen getan und ergeben. Und hier könnt ihr schon mal sehen, wie es aussieht. Hier ist ganz viel renoviert worden, im Hintergrund vom Haus her, von dem Hotel her. Die neuen Fenster sind eingebaut, die neuen Abtrennungen sind mit drin. Also hier ist richtig investiert worden. Und diejenigen, die Lust und Laune haben, buchen zu wollen, ihr kennt das ja problemlos. Tim Gausepohl bei uns in der Gruppe. Das war's, Baustellenreport, hoffentlich zum letzten Mal hier vom Centrador.